Hallo und herzlich willkommen zum Car Mechanic Simulator 2021 in der Demo-Version. Der Link wird natürlich unten in der Beschreibung stehen. Und ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass er das jetzt so rauskommt und war mal wieder überrascht, als ich das eben gerade noch gesehen habe, dass es dort eine Demo gibt. Und die musste ich mir natürlich instant runterladen, denn Car Mechanic Simulator ist das Spiel, was ich wirklich... ja, doch sehr viel auf dem Kanal schon gespielt habe. Hier sehen wir die Einstellung. Ich denke mal, die lassen wir erstmal so. Es sei denn beim Audio, das ist vielleicht zu laut im Hintergrund oder sowas. Aber wir machen die Musik noch ein bisschen leiser, damit wir ganz in Ruhe für uns hinspielen können. Man sieht wieder, es ist auch so ein wenig für... Achso, jetzt ist, das hat er jetzt nicht angenommen, ne? Das muss man natürlich hier auf Speichern drücken, sonst nimmt er das nicht an. So, da gibt es einige Sachen, die man hier... einstellen kann. Die Tastatureinstellung ist auch ganz gut zu wissen, mal ganz kurz, was wir da haben. Aber mein Gott, lass uns reingucken und nicht lange schnacken, Kopf in Nacken. Es gibt Tutorials und es gibt eine Demo-Spielen. Ich weiß jetzt nicht, was was ist. Wir klicken erstmal auf Demo-Spielen. Natürlich ein neues Spiel. Profilname ist natürlich Master. So. Gut, wenn du das Spiel zum ersten Mal spielst, empfehlen wir dir, das Grundlagen-Tutorial zu machen. Ja. Dann machen wir das natürlich. Na? Wir spielen zwar nicht, also wir spielen dieses Spiel zum ersten Mal, aber wir haben natürlich eigentlich ja schon gute Vorerfahrungen. Aufträge, gehe zum Telefon, nimm den Auftrag an. Das ist aber hier alles sehr weiß noch. Naja gut, okay. Es ist eine Demo. So, und es ist das Tutorial. Da soll man ja nicht abgelenkt werden von zu viel Farbe. Jemand in Salem GW 500 R4, doppelt oben liegende Nockenwelle, also DOHC, Double Overhead Camshaft, 4x4 angetrieben. Mindestzustand ist 100% aller Teile. Kampagnenauftrag, den nehmen wir natürlich an. Auftrag annehmen. Na klar. Oh, ich freue mich richtig, weil Car Mechanic Simulator war wirklich was ganz gut. Flüssigkeiten, öffne die Motorhaube. So, dann gehen wir hier mal ganz kurz vor zum Gerät und so. Das sieht ein bisschen aus wie ein Ford, ne? Muss man ja ehrlich sagen. So vom, dieses Haifischmaul, das hat ja quasi so, das ist ja das Ford, das sieht aber schlecht aus hier. So, klicke auf den Wischwasserbehälter und Windschutzscheibenwischwasser. Ja, mache ich. So, nimm den Deckel ab. Heranzoomen, um das Teil zu demontieren. Halten. Okay. Fülle Flüssigkeit nach. Oh ja, und dann sieht man schon, das ist eine Neuerung. Man sieht einen Füllstand in dem Ganzen. Ich werde mal gucken, ob es gleich überfüllen kann. Ja, okay. Also, es sieht merkwürdig aus, aber man geht's. So, okay. Fülle Flüssigkeit nach. Habe ich gemacht. Escape schließen. So, Ölwechsel. Hebe das Auto mit der Auf-Taste an. So, da hat man hier eine Auf-Taste. Power up. Und dann geht das Auto ab in die Höhe. Sehr schön. Gehe zum Ölablass und bringe Ölablass zur Hebebühne A. Da ist Ölablass. Hier unser kleiner Ölauffangbehälter. Einmal klicken, einmal nehmen und bitte dorthin bringen. Dankeschön. Lasse mit dem Ölablass das alte Öl heraus. Mit dem Ölablass? Muss ich hier draufklicken? Gerät benutzen. Ah ja. Und schon läuft hier das Öl aus dem Motor heraus. So, stelle Ölablass zurück. Nuklear, bewege das Gerät zurück. Haben wir gemacht. Klicke auf die Aufhängung. Okay, da soll man draufklicken. Nimm den Ölfilter heraus. Bonus-Demontage. Modus-Demontage von Teilen. So. Zack, da ist der Ölfilter ab. So, öffne das Tortenmenü und wechsle zur Montage von Teilen und montiere einen neuen Ölfilter. Tortenmenü, Montage von Teilen. Und jetzt sollen wir hier einen neuen Ölfilter. Haben wir denn einen neuen? Wir haben einen neuen in der Tasche. Na, dann nehmen wir den doch. So, senke das Auto mit der Abtaste ab. Also mit der Down-Taste quasi. Jetzt könnte die Abtaste, das könnte ein bisschen schief rüberkommen. So, klicke auf den Motor. Klicken wir. Nimm den Öldeckel ab. Machen wir. Abnehmen. So. Und fülle Öl nach. So. Und wie lange kann ich hier Öl nachfüllen? Gibt es hier auch einen Voll? Okay. Gibt es einen Ölablass?
den sehe ich gerade nicht, ne? Doch, da ist er eigentlich. Da wollte er nicht hin, aber ich soll jetzt dahin klicken, okay? Klicken wir da drauf. Entferne das Rad, Demontagemodus von Teilen. Klicken wir hier mal lange und dann, zack, raus um die Schrauben. Rein in die Tasche, klimpert schön, sehr gut. So, gehe zur Reifenmontiermaschine und wähle Tortenmenüoption Reifen abziehen. Reifenmaschine? Ah, da hinten blinkt's. Alles klar, da gehen wir hin. Reifenmontiermaschine, Reifen abziehen. Oh, der ist schon ordentlich abgefahren, ne? Das ist schon guter Slick hier. So. Haben wir gemacht. Nimm die Einzelteile auf. Okay. So, wie im Tortenmenü Reifen aufziehen. Okay. Felge sollen wir wählen. Und natürlich einen neuen Reifen. Und guck mal an, der sieht doch, der hat ein Profil. Sehr gut. Zack, Reifen wieder drauf. Nimm das Rad in die Hand und gehe dorthin. Wähle Rad auswuchten. Oh, wir sollen zum Auswuchten gehen. Warte mal. Wo bin ich hier? Da auswuchten. Da sollen wir gehen. So, Rad auswuchten. Natürlich nehmen wir dieses neue Rad hier. So. Zum Auswuchten in dem den grünen Bereich bewegen. Markierung in den grünen Bereich bewegen. Wie bewege ich die Markierung? So. Wähle das Rad zum Auswuchten und drehe das Rad zum Auswuchten. Ah, okay, das ist neu. Da haben sie eine Auswuchtmechanik gemacht. Nimm das ausgewuchtete Rad. Nehme ich. Gehe zum Auto und klicke auf die Aufhängung. No klar. Zack. Wechseln zum Montieren. Das neue Rad auswählen und in den Bolzen reinschrauben. Wie wir hier sehen, mache ich das falsch, ne? Normalerweise immer über Kreuz, aber das ist was anderes. Klicke auf die Aufhängung vom linken Vorderrad. Nur klar. So. Stoßdämpfer, nimm das Rad ab. Okay, jetzt müssen wir den Stoßdämpfer austauschen hier. So, machen wir. Nimm die Koppelstange ab. Koppelstange, okay. Zack, Schraube raus. Und dann können wir Stoßdämpfer, nimm ihn ab. Ah, hier haben wir einen Bolzen. Noch einen Bolzen. Zack, haben wir den Stoßdämpfer. So. Gehe zum Federspanner und im Tortenmenü zerlegen. Federspanner. Zerlegen. So. Entferne das Teil. No klar. So. Wähle im Tortenmenü die Option verbinden und wähle Teile der Montage aus. Verbinden. Mhm. Stoßdämpfer. Feder. Domlager. Entferne das Teil. Also, ich hätte auch den Stoßdämpfer jetzt mal. Na gut. Getauscht. Okay. So, dann gehen wir hier wieder hin. Zack. Dann wollen wir natürlich montieren. Und dann nehmen wir hier natürlich den Stoßdämpfer. Man sieht schon, also die Grafik ist wirklich schöner als im Vorgänger. Das muss man sagen. Koppelstange wieder anschrauben. Kennen wir ja schon. Und dann das Rad an. Und dann schrauben wir das Rad mal richtig an. Denn die Radmuttern müssen immer über Kreuz angezogen werden. Sonst gibt das Verspannung im Rad oder es sitzt halt nicht gerade dran. Können merkwürdige Sachen passieren. Aber gut, so. Fahrzeuginfo. Achso, das ist die Fahrzeuginfo. Okay. Einfach rausgehen hier. Warte mal. Hm? Öffne Fahrzeuginfo. Gehe zu Auftragdetails. Ah, das war hier. Auftrag beenden. Machen wir. Grundlagentutorial abgeschlossen. Grundlagentutorial ist abgeschlossen. Weitere Hilfe und detaillierte Info finden Aspekte des Spiels gibt es im Tutorialbereich im Hauptmenü. Also, da gibt es noch ein paar schöne Sachen, die man da machen kann. Weiter. So. Generell würde ich ja schon mal sagen, reicht das für den ersten Blick, wie dieses Spiel werden soll. Ich weiß nicht, ob wir jetzt im Menü landen oder ob wir jetzt noch ein bisschen freispielen dürfen und vielleicht die Garage nochmal in schön sehen. Willkommen beim Car Mechanic Simulator 2021. Diese Demo möchten wir dir einige neue Funktionen feststellen. Die Demo enthält zwei Aufgaben, in denen zwei neue Autos vorgestellt werden. Der Salem GB 500 und der Sakura Supra. Super. Zusätzlich kannst du deine Hände an deinen eigenen Vasal 240 schmutzig machen. Was? Okay. Komplett aufgewerkte Werkstatt mit neuem Großraumlayout. Eigene Werkzeuge sind gesperrt. Mhm. Verfügbare Werkzeuge, Reparaturtisch mit neuem Minispiel, Auswuchtmaschine mit neuem Minispiel und der Federabzieher.
Also, die Werkstatt wollen wir natürlich uns auch angucken. So, jetzt gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um. Wie sieht's hier aus? Was haben wir hier Schönes? Ein Abschleppwagen. Können wir den vielleicht benutzen? Das wäre ja cool. So, dann haben wir hier einen Gasshop. Achso, wir sind der Gasshop. Hier kann man überfahren werden. Okay, hier kommen ab und zu mal Autos vorbei. Dann haben wir hier ein bisschen Baumaterial rumfliegen. Dann haben wir hier ein bisschen Gasstation. Da steht Open dran. Und wenn da Open dran steht, müssen wir natürlich reingehen. Und hier haben wir natürlich nochmal ein schönes Autochen. Das ist unser eigener hier, ne? Kann ich hier mal ganz kurz... Ja, das ist der Walsin 2040. Das ist ein Volvo, so wie er aussieht. Sagen wir mal von der Kühlerfigur, ne? Da eigentlich nicht, aber mit dem V und so könnte man davon ausgehen, dass das ein Volvo ist. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus, aber es fehlen ein paar Teile hinten. Da kann ich jetzt noch nicht allzu viel mitmachen. So, dann haben wir hier unsere Werkstatt. Da können wir mal draufklicken und... Ach, dann sind wir drin. Okay, dann gehen wir einfach durch. Können wir auch durch die Tür rausgehen? Ah ja, okay. Ohne lange Ladezeiten, das muss man natürlich auch feststellen. Gehen wir mal das so durch. Okay. Gut, was haben wir hier alles Schönes? Hier haben wir unsere Reifenmontiermaschine, die kennen wir ja schon. Reifenauswuchtgerät haben wir hier. Den Federspanner haben wir hier. Hier ist eine Werkzeugkiste. Dann haben wir hier die Reparaturtabelle. Also Table, ja. Reparaturtisch, Karosserie. Und hier haben wir den Reparaturtisch für Teile. Hier ist nochmal Reparaturtisch für Karosserie. Ist eine Abkantbank übrigens. In der man quasi von hinten Bleche einspannen kann. Und dann kann man hier in diesen Hebeln einen gewissen Winkel einstellen. Und dann kann man Bleche auf einen bestimmten Winkel abkanten. Und das hier ist für sozusagen für Rohre, die man hier durchstecken kann und dann einen bestimmten Winkel abbiegen kann. Was haben wir hier Schönes? Hier haben wir so ein... Ah, hier so ein... Ah, ja, ja, das rotiert und das hier gibt... Ich glaube, das kann man aneinander pressen. Und dann kann man dort... Blech gerade machen, beziehungsweise oder eine Rundung reinbauen, irgendwie sowas ganz komisches. So, was haben wir hier Schönes? Ein Werkzeugkasten. Ist natürlich nicht verfügbar, hier man spinnt. Wenn man nicht Schalter, geht der. Na, kann man nichts dran machen. Bisschen Werkzeuglicht hier rum. So, wo komme ich hier hin? Kann ich da rausgehen? Pull. Da kann ich rausgehen, da stehe ich hinter meiner Werkstatt. Sehr schön. Auch schön. Testpath Facility. Da haben wir hier sozusagen eine Grube und einen Bremsenstand. Ich denke mal, das wird für TÜV-Geschichten sein. Okay, sieht sehr gut aus, muss ich sagen. Sieht sehr gut aus. Was haben wir hier Schönes? Hier haben wir die Lackierbude. Sehr gut. So, können wir hier wieder durch die Tür rausgehen. Ein Carwash haben wir hier. Ach, guck mal. Innenraumpflege können wir nicht machen. Okay. Autowäsche auch nicht. Schicki, schicki. So, wo kommen wir hier rein? Oh, ein Windkanal. Okay. Start, Motorprüfstand. Okay, kann man nichts machen. So. Aber das sieht doch schon mal sehr gut aus. Also das ist also die voll ausgebildete Werkstatt, haben sie ja gesagt, ne? Hier ein paar Container rum. So. Also, das haben wir schon mal einmal erkundet. Wir sind einmal rund. Ah, warte mal, jetzt wollte ich mal was machen. Wir gehen jetzt mal einfach hier an diesem wunderschönen Fahrzeug heran. Ich nehme mal hier die Motorhaube ab. Brauche ich einfach mal raus. Und dann nehmen wir hier mal... Kann ich hier schnell was abschrauben noch? Ah, guck mal hier, den Agensort-Krümmer, den können wir abschrauben. Und dann gucken wir mal, ob diese Reparaturbänke dort... Was da für ein neues Minispiel dabei ist. XP haben wir auch erhalten. Und man sieht oben, welches Level wir sind. Wir sind Level 30 und haben jetzt einen von 1350 EPs. Und 15.000 Kronen haben wir. Also wir können auch ein paar neue Teile kaufen. Da müssen wir natürlich auch mal gucken, wo wir das hinkriegen. Okay. Hier haben wir unseren... Ah, okay. Und hier haben wir jetzt das Minispiel. Vielleicht ein neues. Ah. Reparatur beginnen. Okay, also du musst so ein grünes Teil treffen. Und dann hast du einen Erfolg und dann geht die Reparatur weiter. Okay. Erfolg. So. Ah ja, okay. Interessantes Minispiel. Muss man sagen, kann man sich durchaus mal angucken. Gut. Okay. Ich würde sagen, als erster Eindruck reicht das schon mal. Wir werden dann im nächsten einfach mal einen neuen Auftrag annehmen. Hier haben wir den Computer. Oh, was gibt es da? Carparts. Ah, oh. Warte mal. Hier eintragen. 2040. Okay. Suche löschen. Was kann ich denn da eintragen?
Auspuff. Nee, geht nicht. Okay. Okay. Da geht nichts. Suche abbrechen. Suche löschen. Okay, hier haben wir ein paar Auspuffs. Ah, okay. Ja, ja, ja. Na gut, es ist ja noch begrenzt. Hier haben wir noch ein paar Getriebe. Mhm. Motorteile. Scheint wieder sehr detailliert zu sein. Also wir haben auch wieder hier diese ganzen Nockenwellen, Halter und alles mögliche hier an Riemen. Mhm. Kolben. Mhm. Einzelne Ventile haben wir nicht, ne? Jetzt erstmal keine gesehen. Einlass- oder Auslassventile haben wir nicht. So, bei der Federung sind wir, oder Achssache sind wir auch wieder, ne? Bis zum Spurstangenkopf geht's da wieder. Rattennamendeckel, also da ist wieder einiges dabei. Okay. Bremse haben wir die Belege. Bremskolben. Okay, eine Trommelbremse haben wir nicht mehr. Mhm. Okay. Naja, und Auswurfgeschichten. Okay. Moment. Dahin. So, Bodyworkstation. Dann gibt's Bodyworks hier für unseren wunderschönen, der da draußen steht. Kann man sich denn alles kaufen, einzeln in Teilen? Okay. Und dann gibt's diesen hier noch und da ja den. Was ist das? Ist das Fiesta oder ist das Focus? Das ist Ford Focus, ne? So wie der aussieht. Das ist ein Volvo und was ist das für einer? Das ist so ein Japapapana. Hm. Von 1993, das müsste ich ja nicht kennen. Das war meine Jugendzeit. 93, da war ich 12. Das ist ein Toyota, glaube ich, oder? So wie der aussieht, müsste es ein Toyota sein. Tigers, okay, da haben wir ein bisschen Sommer und Sport. Mhm. Innenausstattung. Was ein hässliches Lenkrad. Aber gut, ne? Nummernschilder. Oh, sehr schön, haben wir auch wieder. Gearboxes dürfen wir nicht angucken. Electronic Parts. Ah, da ist. Ah, guck mal, da sind die. Ah, okay, gut. Sicherung. Mhm. Felgen. Oh, auch nichts Schönes dabei, aber okay. Gut, also da gibt es einiges, was man sehen kann. Sehr schön. So, dann gucken wir nochmal. Telefon. Gibt es da noch irgendwas? Oder gibt es bloß diese Aufträge? Okay. Ja, ich würde sagen, kann man hier was machen? Ein paar Pfeile gibt es hier, aber da kann man nichts machen. Dart kann man nicht spielen. Werkzeugkasten ist nicht verfügbar. Hier kommen wir nicht durch. Wahrscheinlich ist Klo drin. Hier haben wir einen Kalender übrigens und oh, der ist sogar. Passt das? Das passt sogar. Das ist ein 2001er Kalender, ne? Der 1. Mai ist auf dem Samstag. Schön. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn ich dann die ersten Aufträge hier mache in der Demo. Und vielleicht nehmen wir auch unseren Kahn da draußen einmal komplett auseinander. Ne? Da fahren wir ihn hier rein und dann nehmen wir den einmal jedes Teil auseinander, machen so ein paar Minigames und sowas. Wir gucken mal, was wir aus der Demo rausziehen können. Ich persönlich freue mich auf jeden Fall riesig und wenn dieses Spiel dann rauskommt, dann würde ich mich noch mehr freuen. Was ich jetzt so schon mal sagen kann, ist, der Rechner, der ist wieder fleißig am Kämpfen. Also gut, es ist eine Demo. Ist wie Early Access zu bedienen. Von daher, ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.